doch nicht aus her! Wie meinst du das? Leg das Schwert nieder! Dann schwing dich doch! Eins, zwei, drei, Start! Nicht einen Moment zu früh. Kommen noch mehr? Ach nee, die haben jetzt alle Panik, weil ich hier wen ermordet hab, ne? Danke. Sie tanzten gut und nahmen mir den Wind aus den Segeln. Dich hat's erwischt, Mädel. Du bist schwer verwundet. Wir haben größere Probleme. Ich belauschte sie, ehe sie mich fanden. Der König der Diebe war es, der die Hinrichtung meines Vaters befahl. Und nun auch meine. Was will er denn von dir? Ihm ist bekannt, dass ich über ihre Höhle Bescheid weiß. Nach dem Tod meines Vaters bin ich nur ein ungelöstes Problem. Und er weiß, dass er keinen Frieden finden wird, solange ich lebe. Genauso wie ich. Das Blut meines Vaters lastet auf mir. Dann müssen wir ihn zuerst finden. Nein, ich verlange nicht noch mehr von dir. Ich habe dich noch nicht für deine Dienste bezahlt. Ich mag es nicht, etwas unerledigt zu lassen. Reden wir über die Bezahlung, wenn alles vorbei ist. Ich werde mit dir gehen. Nein, lass mich vorangehen. Bette erst deinen Vater zur Ruhe. Dann such nach mir. In der Zeit kommen noch mehr Räuber. Guter Plan, Basim. Ich fand dies unter den Sachen meines Vaters. Das Tagebuch? Ne. Iftah, ja, Simsim. Haha, Sesam, öffne dich. Vielleicht der Schlüssel zu dem, was mein Vater finden wollte. Ihr wahres Versteck. Die Höhle. Danke, Verborgene. Wir sehen uns dort. Deine Herrschaft endet, König der Diebe. Ich werde dich finden. Geh, Verborgene. Ich komme zu dir, wenn ich wieder bei Kräften bin. Da ist noch eine Truhe mit Hilfsmitteln. Das könnte mir jetzt sehr gelegen kommen. Nein. So. Oder es ist doch keine Truhe mit Hilfsmitteln, sondern eine normale Truhe. Naja. Ab in die Wüste. Warum ist hier nichts zum Landen? Ein Strauß. Yalla, yalla! Sind wir ja wieder hier bei der Höhle und die leben natürlich wieder. Zurück dorthin, wo alles begann. Wo seien sie denn? Da oben? Da unten sind welche? Und da ist natürlich wieder so ein Fetter. Ich glaube, den machen wir zuerst platt. Komm. Put, 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 put. Schnell weg.
Ich habe gar keine Wurfmesser mehr. Der hat es nicht gerafft, dass sein Kumpel hier oben tot liegt. Pferdeharnisch. Iftah ya Simsim. Kennt die 40 Räuber aber die Losung nicht? Jetzt wird's knifflig. Es klappt. Das würde sogar die Banu Musa beeindrucken. Und nun zum König der Diebe. Wie er das betont, nur zum König der Dieb. Die Riemen jucken. Ein Menschenleben ist kein Handelsgut. Der König Ali Baba ist tot, büßen. Beseitigt alle Spuren ungelöste Probleme und sorgt dafür, dass die Geheimnisse des Verstecks geheim bleiben. Wie die Flammen zünden, wenn es auf der Scheide fährt. Ach, wenn der König es uns nur einmal ausprobieren ließe. Weiter. Es würde ihn nichts kosten. Er hat also wirklich ein Flammenschwert? Kostet fast alles nicht. Ihr habt das Mädchen leben lassen? Ich habe euch wohl überschätzt. Nein, du hast mich und sie unterschätzt, Kumpelchen. Verprügelt er da unten gerade seine Leute? Ach so, ich kann nur... Ihn kann ich natürlich nicht eliminieren, weil er irgendwie klar ist. Wer ist das jetzt? Babas Tochter und hier. Warum sitzen das plötzlich so viele? Okay, warum waren das plötzlich so viele? Was sind denn das in letzter Zeit für komische Animationen, wenn hier irgendjemand stirbt? Wie, ich muss nochmal von draußen starten? Okay, ich kann es aber ein bisschen überspringen. Das würde sogar die Banu Musa beeindrucken. Und nun zum König der Diebe. Ja.
Ein Menschenleben ist kein Handelsgut. Der König der Diebe wird büten. Kurz gucken. Stimmt, die Rauchbombe heilt mich und hier hatte ich einen größeren Radius drin. Wie die Flammen züngeln, wenn es aus der Scheide fährt. Ach, wenn der König es uns nur einmal ausprobieren ließe. Schon, Alter. Es würde ihn nichts kosten. Ihr habt das Mädchen leben lassen! Ich habe euch wohl. Jetzt. Augenblick! Ich würde halt gerne mal versuchen, so viele wie möglich auszuschalten. Haben wir irgendeine Art von Problem? Wir können gut austeilen, wenn es sein muss. Warum? Zeigt mir das Spiel an, dass ich den treffe und dann treffe ich nicht. Mache ich das jetzt so? Wer ist das jetzt? Hat Amaras Tochter uns ihr Schoßhündchen geschickt? Was für eine Zeitverschwendung! Hallo, weißt du bitte aus? Wer ist das jetzt? Hat Amaras Tochter uns ihr Schoßhündchen geschickt? Wer ist das jetzt? Du beschmutzt den Namen von Königen und Dieben. Was? Augenblick! Sag mal, wie lange hat der jetzt gebraucht, um zu reagieren? Verzeih, es hat länger gedauert. Er ist... T-O-H-T. Tot. Das waren nur Rauch und Spiegeltricks. Raffinierte Trügereien. Er hat uns alle getäuscht. Nicht sehr lange. Das Blut wurde gesühnt. Ich dachte, es würde mich erleichtern. Na, es bringt dir den Vater halt nicht zurück, ne? Hier, der Lohn für deine Dienste. Was wirst du nun? Ich schließe mich einer Karawane nach Samarkand an. Als mein Vater noch lebte, sahen wir viele Städte und genossen die Freuden des Lebens. Nach seinem Tod hält mich hier nichts mehr. Was sich dein Vater für dich gewünscht hat, wird doch noch wahr. Das stimmt. Doch nicht zu einem Preis, der mir lieb wäre. Ich beschreite diesen Weg allein und am Ende werde ich meinen Vater treffen. Ich wünsche dir alles Gute, Marjana.
Ich hoffe, wir finden uns wieder, eines Tages. Du magst mich finden, doch ich dich wohl kaum, Mann der Schatten. Leb wohl, Verborgener. Tschüss. Jetzt kann ich doch bestimmt noch ein bisschen plündern hier. Leb wohl, Marjana. Möge Allah dich leiten. Alles meins. Wieso sammelt der das nicht? Eben nicht. So, es müsste das Gröbste gewesen sein. Gut, was ich jetzt auf jeden Fall noch mache. Ich gehe mal gucken, ob ich genug für Darwish habe. Und dann gehen wir auf jeden Fall noch zu Fulla. Ins Bruderschaftshaus. Kannst du keine Treppen mehr steigen, Bassi? Nee, falsch. Na, komm rein da. Sei gegrüßt. Ich hoffe. Nee, hab noch nicht genug. Aber ich kann ihm hier nochmal. Bitteschön. Und du weißt wirklich, wie man die benutzt? Ja. So. Bleib gesund. Pass auf dich. Sechsfach steht ja sogar da. 6 von 9, okay. So. Ihr sitzt hier alle auf dem Dach. Wie seid ihr denn hochgekommen? Ah ja. Wir holten sie am helllichten Tage und richteten sie hin. Ganz entspannt. Ja, jeder Einzelne. Es wird endlich Zeit, dass wir kämpfen.
Dein Zorn ist verständlich, doch einen Krieg kannst du nicht gewinnen. Basim, gut, wir brauchen dich. Söldner haben einige Aufständische verhaftet und auf dem Platz hingerichtet. Und dein Rafik will, dass ich mich verstecke, während die Jagd auf meine Männer machen. Wir sollten wenigstens die Toten ihren Familien übergeben. Hast du immer noch Angst, gegen diese Teufel zu kämpfen? Ich habe nur Angst, dass wir wie sie werden. Da muss noch mehr dahinter stecken. Der Kalif würde nie einen Krieg riskieren. Das ist das Werk des Ordens. Dann finde ich die Verantwortlichen und hacke sie in kleine Stücke. Der Orden wird dich zuerst finden. Wahrscheinlich suchen sie bereits nach dir und Beshi. Ihr seid ihnen wohl bekannt. Basim hingegen? Ali, ich finde die Schuldigen und töte sie alle. Du hast mein Wort. Das ist die Lösung. Basim erledigt das. Und wenn die Schuldigen tot sind, wirst du die Lorbeeren ernten. Das sehe ich aber nicht ein. Nun gut. Jeder muss wissen, dass ich es war. Ich kehre nach Jar Jaraya zurück. Aber ich werde nicht lange warten. Wir treffen uns am Tor, Basim. Und ich sorge dafür, dass die Leichen zu ihren Familien kommen, um sie zu bestatten. Und hetzt die Söldner am besten noch so auf die Familie. Das hätte auch schief gehen können. Du glaubst, das ist das Werk des Ordens? Ja. Wie du weißt, kontrollieren türkische Söldner Asharkia. Diese bezahlt der Kalif, der wiederum vom Orden gesteuert wird. Meinen Spitzeln zufolge gehört mindestens einer der Söldner-Hauptleute zu ihnen. Sag mir wer, und ich finde ihn. Wir müssen vorsichtig sein. Asharkia steht auf Messerschneide. Die Aufständischen sind bewaffnet und werden immer mehr. Sie können jederzeit angreifen. Ein falscher Schritt könnte hier zu einem Krieg führen, der sogar aller Mut bedroht. Wie lautet dein Rat, Fulad? Geh mit Ali nach Jar Jaraya und hör dich um. Irgendjemand dort muss etwas wissen. Okay. Und Basim, spute dich. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Kannst du das verbessern? Das ist mein Angebot. Okay, kann ich noch nichts verbessern. War's das? Na denn. Danke, dass... Leb wohl. Gut, Leute. Hier ist ein Brief. Meine Brüder im Schatten, das Geflüster ist zur Stille geworden, doch wie geduldige Fischer werfen wir weiter unsere Netze aus und warten. Seid versichert, dass wir an unserem Teil der Vereinbarung festhalten. Was nun den euren betrifft, wir benötigen unverzüglich eine neue Lieferung. Unser Leben und der Erfolg unseres Auftrags hängen davon ab. Die Verbundenheit der Löwe, der Freiheit. Okay, Leute, dann mache ich hier wieder einen Cut. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder bei Assassin's Creed Mirage. Tschüss.